Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir beide euch mal die Story erzählen, wie wir beide zueinander gefunden haben, dann voneinander wieder weggegangen sind und wieder zueinander gefunden haben auf einem sehr lustigen Weg, sagen wir es so. Ja, moin. Das ist Sascha Wild von Viking Art Factory. Der stellt die Skadis und Bragis her und... Erzählen wir noch nicht was. Da kommt was Nettes auf euch zu. Sagen wir es so. So, Sascha, Story fing an. Wir haben beide mal für ein Team geangelt, was wir beide nicht erwähnen möchten jetzt hier. Dann habe ich freiwillig dieses Team verlassen, bevor es weiter stumm gab. Dann haben sich unsere Wege getrennt, leider, weil ich vorher sehr gerne mit Sascha zusammen gefischt habe. Dann sind wir nach 2 Jahren, hast du mich angeschrieben oder habe ich dich angeschrieben? Nee, ich habe dich angeschrieben, glaube ich. Du hast mich angeschrieben? Ja. Gut, dann war es so rum, dass Sascha mich angeschrieben hat, ob wir beide nicht mal wieder Westerohrstedt zusammen unsicher machen möchten. Und er mir in dem Moment dann seine Skadis vorgestellt hat, richtig? Nee, war nicht ganz richtig. Wir haben uns in Stielberg wieder gesehen. Ach ja, stimmt. Ja, und da kam das Gespräch auf, ob wir nicht mal wieder das zusammen mehr machen wollen. Stimmt. Da warst du mit dem anderen Herrn da, ich war mit Gogo und Dennis Büse da und dann haben wir da eine Runde gefischt. Dort bin ich dann an die vorbeigelaufen und dann haben wir uns kurz unterhalten und haben gesagt, wir müssen uns mal nach der Dänemark-Serie treffen und schauen, dass wir beide mal wieder zusammen loskommen. Richtig. Erzähl uns doch mal ein bisschen was Nettes von einem Skadi. Ja, der Skadi ist meine Lieblingsform. Ich zeig dir einfach erstmal, damit ihr einen Eindruck habt, wie die überhaupt aussehen. Das waren die ersten 20. So, das Skadi geht dann bis hier, bis zur 27. Und das ist die kleine Schwester. Skadis ist hier. Alle in meinem Dekor, bloß mit anderen Farben daneben. Ist meine Lieblingsform. Kann man richtig geil langsam führen, also sprich, träge Forellen werden noch echt überredet damit. Und wie ihr im Video sehen werdet, haben sie echt gut geliefert jetzt in Dänemark. Also das war echt top. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Form, den Bragi. Die haben Dennis und ich zusammen entwickelt. Von den Farben her. Und wie ihr aus den vergangenen Videos wisst, fangen die auch richtig gut. Der Skadi hat 2,5 Gramm, genau, der Bragi 1,7, genau. Die Farben haben wir bei ihm zusammen im Schuppen entwickelt. Ja, Werkstatt. Werkstatt, Entschuldigung. Und zusammen gemalt, sagen wir es so. Ich hatte die Farben vor Augen, habe gedacht, okay, also nee, das war anders. Jeder hat sich 5 Farben ausgedacht. Richtig. Richtig, genau. Und die haben wir dann mit den Farben tatsächlich erstmal geschaut, ob das überhaupt richtig hinhaut. Weil manchmal hat man ja Ideen, wo man am Ende sagt, okay, das könnte klappen und dann sieht man das Werk im Endeffekt und dann sagt er, okay, vielleicht doch nicht ganz so. Da müssen wir ein bisschen nachsteuern. Es hat ein bisschen gedauert, aber das Ergebnis ist echt top. Also die fangen echt gut. Doch. Ja. Und wir sind dabei, oder Sascha ist jetzt dabei, den nächsten Spoon rauszubringen demnächst. Ne? Richtig. Was kann uns da erwarten? Oh, auch, er sagt sogar 2 neue Formen. 2? Okay. 2 sogar. Einmal in 2,5 Gramm und einmal in 3,5 Gramm. Jetzt gerade für die kalte Jahreszeit. Ich hoffe, dass er noch schnell kommt, dass der vor Weihnachten noch fertig wird. Aber das wird man dann sehen. Also seid gespannt. Das wird sehr interessant werden. Ja. Definitiv. Ich habe ihn gesehen, wie er in Rohling aussieht. Das Ding bringt Fische. Bestimmt. Gehe ich ganz stark davon aus. Das Schöne ist, die Farben bei Sascha halten extrem gut. Ich habe auf der 13 ja schon relativ viele Fische gefangen auf dem Skadi. Natürlich hast du hier und da mal kleine Abplatzer. Diese entstehen aber meistens, wenn der Spoon auf dem Stein knallt, entweder außerhalb des Wassers oder innerhalb, wenn man ihn bis nach unten durchsinken lässt. Das Schöne ist, es platzt keine weitere Farbe wie Stück für Stück ab vom Spoon. Genau. Sascha. Ja. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Na? Hast du nicht noch irgendwas Nettes für unser Gewinnspiel von dieser Dänemark-Serie? Ja. Und zwar, ich habe mir überlegt, vom Skadi gibt es 2 Stück. Und zwar die beiden, die wirklich richtig gut gefangen haben jetzt die Woche. Und zwar ist das die 13
Das ist dann der. Und der absolute Bringer diese Woche war die 25. Vom Bragi wird es die 1 dazu geben. Dann wird es noch einen Bragi geben, der im Weihnachtskalender vorhanden ist. Die kommen erst zum 30.06. auf den Markt, also in der Öffentlichkeit. Und dann wird es noch zwei von einen der beiden neuen Formen geben. Aber da wird noch nicht verraten, das ist eine Überraschung dann. Da sagen Guru und ich definitiv Danke für. Was es tatsächlich am Ende alles zu gewinnen gibt, werdet ihr in der letzten Folge der Dänemark-Serie sehen, wo Gogo und ich das Finale fischen im Endeffekt von unserer Dänemark-Serie. Möchtest du den Zuschauern noch irgendwas draußen mit auf den Weg geben, was deine Spoons so besonders macht, im Gegensatz zu den anderen Spoons? Ja, und zwar den Skadi, den kann man wirklich extrem langsam fischen. Das ist ein Merkmal, das ist irre. Man sieht wirklich, wie die Bugwellen teilweise hinterherkommen. Und es macht einfach nur Spaß, in den Spoon zu fischen. Und wie man im Video sehen wird, der liefert wirklich ab. Der ist echt top. Wirklich. Definitiv. Das Schöne ist echt, ihr könnt ihn wirklich in Zeitlupe führen und er flankt trotzdem extrem. Einige Spoons bleiben dann immer hängen und flanken dann halt nicht und haben das Farbspiel halt nicht ganz so. Das ist beim Skadi definitiv was anderes. Der flankt richtig schön. Der Skadi geht mehr so. Und der Bragi flankt viel weiter nach außen hinweg. Genau. Durch die Wölbung, die er hinten am Ende hat. Sehr schön, Sascha. Ja. Das hat mich gefreut, dass wir beide uns mal so vor der Kamera wieder getroffen haben. Ja. Und danke für die Zugabe für unser Gewinnspiel. Sehr gerne. Wir wünschen euch da draußen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns Sonntag wieder, 12 Uhr, Resensbro. Bis dahin, dicke Fische, dickes Petri, euer Fishing-Mann.